Hallo meine lieben Freunde, es geht wieder weiter in OMSI 2, dem Omnibus Simulator, eine weitere Runde. Ihr seht heute mit dem VDL auf der Linie 188 nach Essen U-Bahnhof Rathaus Steglitz. Die Map ist privat, das ist Berlin West, die ist leider eingestellt worden, weil es da wieder irgendwas geleakt wurde. Ist schade, aber verständlich. Und deshalb habe ich mir so gedacht, das ist eingestellt, dann zeige ich euch mal so, was so bisher gemacht wurde. Also die Map ist Work in Progress, also wenn ihr irgendwas seht, es ist nicht final und es wird auch nicht mehr fertiggestellt. Aber ich dachte mir mal was anderes jetzt zu Ostern. Mit einem wunderschönen Osterrepaint, das kriegt ihr in der Webdisk. Oder auf meiner Webseite. Ist noch ein altes Repaint. Das hatte ich mal vor ein paar Jahren gemacht. Wir steigen mal ein. Ist schon ein bisschen vorbereitet. So, jetzt funktioniert das wieder nicht. Ich glaube, ich muss das hier drüber, ja. Und es geht auch schon direkt los. Ich habe mit Pfeile, weil ich die Linie auch nur einmal, ein oder zweimal abgefahren bin. Okay, hier steckt keiner ein. So ein bisschen Chaos ist hier noch. Das ist so leise. OMSI ist so leise. Kann ich ein bisschen Fenster aufmachen. Aber immer noch, wa? Muss ich ein bisschen lauter machen. Ja, der 188er, der fährt hier in Steglitz herum. Wir drängen uns mal. Ich dachte mir mal mit dem VDL, den fahre ich so selten. Ihr kennt meine Meinung zu VDL, ich finde die scheiße. Warum hat er denn jetzt die falsche Linie geschildert? Hallo. 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 Nee. Das ist das Falsche. So machen wir das. Ich mache hier meine Screenaufnahme, weil irgendwie mein OBS nicht wirklich funktioniert. Ich probiere das jetzt zum dritten oder vierten Mal aus. Ich wollte einfach nur mal wieder was hochladen, weil aktuell nicht wirklich was von mir kommt. Boah, was ist das? Der fährt ja, das ist ja unglaublich. Er hat da seinen Führerschein gewonnen, oder was? Wir fahren hier rum. Ja, ist so ein bisschen ruhig geworden. Ich mache eher im Hintergrund so die Sachen. Gibt auch nicht wirklich viel, was ich jetzt zu tun habe. Ich mache so meine Maps, Pankow Nord und U5, U55 gerade fertig. Beziehungsweise arbeite weiterhin an Updates. Ja, die KI, die ist.
Also Auxi ist scheiße, was KI angeht. Sofern ich Auxi habe, läuft gar nichts mehr. Hallo. Habe ich auf einmal Hallo. Überall Hallo. Stau, 100 Hallo. Fahrgäste. Hallo. Sofern ich Auxi aber schließe, habe ich eine scheiß Fahrperspektive, weil ich mich jetzt an die ganzen neuen Fahrerperspektiven gewöhnt habe. Das ist hat Vor- und Nachteile. Könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr dann so von der Map haltet. Ich bin die Linie noch nie im Leben gefahren. Ich kenne die nicht. Aber ihr sicherlich. Und ihr könnt mir dann sagen, wie das hier ist, ob die wirklich gut nachgebaut wurde. Ich fahre hier eine modifizierte Variante vom VDL. Die funktioniert bei mir nicht. Ich glaube, ich mache jetzt mal Pfeile aus. Ab hier sollte ich theoretisch wissen, wo es lang geht. Hallo. 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 Ich habe auch neulich, das habt ihr sicher bekommen, für den Mercedes-Benz von MX Repaint hochgeladen. Könnt ihr euch gerne downloaden. Ich bin jetzt nicht so der Osterfan, aber ich habe halt so viele offene Projekte. Ich habe das halt alles angefangen und nur beendet und jetzt wird es beendet und dann habe ich auch fertig. Ich bin auch faul, was Hochladen angeht. Ich habe die BVG Repaints für die Subur Solaris der vierten Generation fertig und habe die nie hochgeladen, weil ich keinen Bock habe, alles. Also, ich müsste, glaube ich, eine Readme und alles schreiben, da habe ich keinen Bock drauf. Oder die in Anführungszeichen Alexander Dennis Studio Polygon Doppelstockbusse BVG-Design. Hallo. Die habe ich auch wieder fast fertig. Hallo. Ich werde dann nur die Alexander Dennis Repaint und die BVG Repaints machen, die anderen werde ich nicht machen. Und die, die ich jetzt habe, die sind ja auch schon zur Hälfte fertig. Mal schauen, ich habe jetzt aktuell wieder viel Zeit. Dann werde ich mich mal ransetzen und das alles fertig machen. Und dann kann ich damit auch abschließen. Wenn ich das Video hier hochgeladen habe, ich weiß nicht wann, es wird jedenfalls Ostersonntag sein, oder ja doch, Ostersonntag, wird auch die U55-Map öffentlich sein. Allerdings erstmal nur auf meinem Discord-Server zur Erprobung, damit ich schauen kann, was noch fehlt. Weil ich halt Übersicht aktuell verloren habe. Mal arbeite ich dran, mal nicht. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass jetzt alles drin sein sollte. Der Manfred. Hallo. Hallo. Die werden doch jetzt auch nach und nach ausgemustert, ne? Hallo. Weil ja die Hälfte geleased wurde, oder? Die sind auch, weiß gar nicht, wann die in den Fahrgasteinsatz kam, 2013. Die dürften doch auch schon 10 Jahre alt sein. Gar nicht an. Von 0 auf 30 in einer Stunde. Also das ist grausam, das ist Quälerei ist das. Oh, dachte ich. Oh.
Hallo. Dachte ich mir, ich fahre mal den mit dem VDL. Guten Tag. Ich fahre den ja so gut wie nie. Ist ja hübsch, aber fährt sich kacke. Ja, hübsch, was sage ich da? Ich nehme das wieder zurück. Ein Omsi ist ja brauchbar. Ich habe mit Florian, mit kennt ihn unter Spotting-Fan schon geschrieben. Ich hätte gerne eine. Die Volvos, die hätte ich gerne in Omsi. Weil dieser polnische Volvo, der ist ja nicht zu gebrauchen. Diesen BV. Oh! Boah, fährt der Scheiße. Was war das? Unglaublich. Er hat da seinen Führerschein gewonnen. Ja. Gewonnen. Ich hatte mit ihm mal drüber geschrieben. Es wäre eigentlich nice, wenn es mal den Volvo gäbe. Es gibt alles, nur den Volvo gibt's nicht. Der wäre schön. Der Fahrplan ist ja ein Schnick. Hallo. Hallo. Wunderschönen guten Morgen. Müsste noch so Osterfiguren geben für uns, die dann zu Ostern hier rumlaufen. So wie Harlekorn da die Geister oder den Weihnachtsmann hat, müsste noch den Osterhasen geben. Müssen wir ein bisschen Gas geben. An- und Abfahren ist halt schwierig. Der gibt halt so schnell Gas und bremst aber auch extrem schnell. Was sitzt du denn da? Das tut doch weh schon beim Zuschauen. Keine 100 Meter weiter an der nächsten Haltestelle. Also das ist ja mal unnötig, ne? Macht man Kompromiss, dann kommt hier eine Haltestelle hin und die zwei. Das ist ja dumm. Ist das wirklich so? Ja, die guten, die alten VDLs, so hässliche Busse. Brauchen wir ein schönes Foto, ne? Noch ein Foto. Ey. Rein spaziert in die. Hallo. Hallo. Plastikstube. Thank you.
in die Busspur. Und dann ging es hier rein, ne? Ich glaube, es ging da rein. Es fehlen nämlich noch halt, es ist halt Work in Progress. Es fehlen halt noch ein paar Pfeile. Und Omni-Navigation funktioniert hier auf der Map nicht. Da muss das so gemacht werden. Ein bisschen Ruhe da hinten, ihr seid ja laut. Die Kamera funktioniert auch nicht wirklich. Also. Keine Ahnung. Na toll, das kann ja jetzt was werden hier. Mal schauen, wie viel Verspätung wir hier ansammeln. 5 Minuten haben wir einmal schon fast. Hätte funktioniert auch nicht. Motto. Nö. Geht nicht. Wofür sind die Knöpfe hier? Also in diesem Bus funktioniert ja nichts. Die Tür. Wow. Ich kann die Tür benutzen. Was ist denn da los? Menschenskinder. KI blockiert sich gegenseitig. Weit gekommen. Ja, ich könnte ja an sich wäre die Idee nicht falsch, mal wieder das Repaint ein bisschen abzugraden. Aber ich weiß ja nicht, an sich ist Ostern ja feier ich nicht. Weiß ich nicht. Geht's hier voran. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Schau mal von außen zu, wie die Leute einsteigen. Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie ganz schön spät dran sind? Nein. Oh mein Gott. Ist das wirklich so? Das ist ja mal übelst dumm, dass da noch eine Ampel ist. Da kann ich mir gut vorstellen, dass er wirklich Stau ist. Die Ampelphase hier ist bestimmt nicht real, aber kann mir gut vorstellen, dass das so eine Staustraße ist. Können wir weiter? Die Ampelschaltung da hinten scheint nicht korrekt zu sein, wa? Ah, nee, wir kommen halt.
allgemein nicht weiter. Ich muss mal jetzt kurz schummeln. Das blockiert sich hier alles gegenseitig. Muss mal jetzt kurz die KI resetten hier. Moin Kollege. Die hängt im Gang fest. Es geht die Saison auch bald wieder los. Also wie gesagt, die Map ist privat. Anfragen braucht ihr gar nicht schicken. Ich schick's auch privat nicht weiter. Bin ich so ein Huren wie die Leute, weshalb das Projekt eingestellt wurde. Muss ich ganz freundlich sagen gleich. Wir kommen voran. Oh mein Gott, es geht weiter. Alter, fast 10 Minuten Verspätung hier. Mein innerer Monk dreht durch. Die sind ja viel zu spät gekommen. Die kommen auch jedes Mal zu spät. Halt dein Maul, kannst du auch raus. Ich komme jedes Mal zu spät. Immer zu spät kommen. Pünktlich. Das Gelbe heißt, dass ich überpünktlich bin. Das Minus heißt... Ist das Minus? Das Minus heißt, ich bin viel zu früh. Unverschämt hier. Die unhöflichen Berliner immer. Parken denn die Autos so scheiße? Hallo. 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 Guten Tag. Hallo. Wegen Ihnen kriege ich meinen Termin nicht. Heul doch. Wo ist sie zum Hartz-IV-Center? Nee, wie heißt das? Wie heißt denn das nochmal? Ja. Naja. Da vorne ist doch das Ding, du steigst safe da aus. Jobcenter, so heißt das. Oh mein Gott. Die Heuljahr-Termin. Termin wird überhöht. Sie sind ja viel zu spät gekommen. Hallo. Sie sind ja viel zu spät gekommen. Ja, mit Auxi ist die KI hier unberechenbar, egal auf welcher Map. Ein bisschen hinne machen hier. Jetzt ist die Frage. Ja. Hier ist doch das Jobcenter, ne? Die will jetzt bestimmt hier raus. Schauen wir mal.
Ja, sah ich doch. Warte. Da ist er doch. Da ist er. Miststück. VDL abgezogen. Die Tür ist auch ganz schön laut. Frohe Ostern. Aber ich finde dieses Klingeln hier vorne sympathischer als dieses Piepen immer. Das hat schon was. Ja. Kling. Na Mensch, haben wir doch. Pünktlich geschafft hier. Nur 10 Minuten Verspätung, das geht eigentlich, für Berlin geht das klar. Akzeptabel. Ist nur meine Pause, was drauf geht. Hallo, guten Tag. Hallo. Hauptmann, was lese ich da? Hallo. Ah. Ist das ein schönes? Das andere war grüner. Da war es grüner. Ich wollte gerade sagen, hier sind ja Gitter. Hier fährt der M85er. Krass. Fährt der so weit raus? Ich kenne mich hinten halt so gar nicht aus, ne? Ach, wo wir so viel Zeit haben. Kann man nochmal. Also das ist. Also die Ampelphasen sind wirklich endlos lang hier drauf. Also das ist wirklich. Da sind meine noch harmlos hingegen. Aber ich kann ja schon mal. Oh, wenn der Scheiße.
das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. Der hat seinen Führerschein gewonnen, oder? Der hat den Führerschein gewonnen. Ich weiß es nur nicht. Ich glaube, ich muss hier rumfahren. Rum. Ach, ich lasse einfach hier raus. Ja, war ein schönes Bild. Warte. Schönes relativ, aber. Ich glaube, wir müssen dann einmal rumfahren. Ich glaube, wir müssen rumfahren. Da hat sich nichts geändert an der Anzeige. Also was ich weiß, ist, dass das hier nicht ganz stimmt. Ich war ja zu Weihnachten hier arbeiten. Und hier ist ja so eine Unterführung und alles. Aber dadurch, dass es jetzt hier eingestellt wurde, wird, glaube ich, hier auch nichts mehr passieren. Uff, das ist... enges Ding hier. Ich glaube, hier hätte ich es rauslassen müssen. So, fahren wir einmal hier rum. Enges Ding hier. Eng, 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 eng. Ich kann einfach nur nicht Bus fahren. So, was sagte Verspätung? Wir haben irgendwas falsch gemacht. Naja. So, geht, hätte schon lange wieder zurückfahren müssen. Rechtschreiber. Fahrt endet hier. So muss das sein. Mal hier an der Seite sogar. Oh, Licht aus hier. Wo war das? So. Ja, Leute, dann hätten wir das mit der ja Folge zu Ostern. Das war mal was ganz anderes. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch ein schönes Osterfest und bis zum nächsten Mal.